Aber nicht nur Designer haben verrückte Ideen, auch Gadget-Hersteller werfen pünktlich zu Wiesn coole Neuheiten auf den Markt. Walkie-Talkie-Uhren, Alkoholmessgeräte für Smartphone oder das hier, ein Peilsender, um verloren gegangene Kinder wiederzufinden. Super Erfindung, oder? Gerade mit einem Kind auf der Oktoberwiese, man sieht diese Massen. Einmal den Kontakt verloren zur Hand, einer mitgenommen, selbst links gegangen, wie rechts gegangen. Da würde ich es absolut als tatsächlich fast schon notwendig sehen in diesen Massen. Aber wie funktionieren die neuen Wiesn-Gadgets? Super gut oder ist es ein totaler Schmarrn? Unser Push-Check. Und das ist unsere Jury, Familie Glaser aus Bayern. Papa Ralf, Mama Sonja und Töchterchen Antonia. Sie testen für uns die Wiesn-Gadgets 2012. Ja, mei, los geht's. Na, was ist das? Guten Tag, Walkie-Talkie. Fürs Handgelenk. Richtig, in der Kiste stecken zwei Uhren mit Funkgerätfunktion. Preis 69 Euro. Nützlich, oder? Auf jeden Fall. Wenn zum Beispiel ein Handy nicht funktioniert oder irgendwie man kurzfristig einen Kontakt aufnehmen möchte, wo kein Handy nicht oder kein Netz vorhanden ist, macht es sicherlich auf kurze Distanz absolut Sinn, ja. Wenn es funktioniert. Schauen wir mal. Test, Test, Test. Bis zu 2,5 Meilen, also 4 Kilometer Reichweite, verspricht der Hersteller. Ob das stimmt? Papa Ralf läuft alleine los, rein ins Getümmel. Nach 100 Metern der erste Funkversuch. Hallo, 1, 2, 3. Ich verstehe leider nur Hallo. Ich probier's jetzt mal mit einem Kopfhörer, dann verstehe ich dich besser. Gute Idee. Ist ja auch laut auf dem Oktoberfest. Die Ohrstöpsel sind übrigens im Lieferumfang dabei. Kannst du noch mal was sagen? Okay, jetzt verstehe ich dich. Jetzt ist gut. Mit dem Kopfhörer ist die Verständigung gut. Danke. Die Verbindung steht. Schön. Doch wie sieht das Ganze bei rund 400 Metern Entfernung aus? Hallo, hörst du mich? Wiederhol das nochmal. Wir sind jetzt am Teufelsrad. Ja, ich stehe immer noch hier am Eingang. Okay, alles klar, verstanden. Danke dir. Alles klar, von wegen. Während Papa Ralf schon weiter schlendert, ist Mama immer noch am Plauschen mit dem Polizeifunk. Wo bist du? So kann man auch jemanden kennenlernen. Macht man einen Treffpunkt aus, steht ganz anderer da. Kurze Zeit später, der letzte Funkversuch. Entfernung zwischen Papa und dem Rest der Familie, 800 Meter. So, Sonja, ich bin jetzt am anderen Ende der Wiese. Melde dich bitte. Papa, kannst du mich hören? Nee, nix geht mehr. Over and out. Fazit zu den 70 Euro teuren Funkgerätuhren. Für mich, Mann. Jetzt hat sich der Papa aber ein Bierchen verdient. Natürlich nur für unser nächstes Gadget. Na, was ist denn das hier? Also Alkohol-Testgerät, denke ich mal. Jo, genau. Zum Anstecken ans Smartphone. Klein und handlich für rund 35 Euro. Es gibt drei Signale. Das eine ist, wenn man unter 0,1 hat, dass dann praktisch ein grünes Licht erscheint. Ab 0,2 Promille wäre dann ein gelbes Licht und dann die Höchstgrenze, die 0,5 Promille, wäre dann ein rotes Signal und somit das Zeichen fahruntauglich zum Beispiel. Ne? Und so funktioniert's. Smartphone anschalten, Alkoholtester ranstecken, warten, bis der Countdown runterzählt und husten. Grün, wir sind safe, ich darf noch Auto fahren. 0,01. Aha. Ob die Messung aber stimmt, das überprüfen wir mit einem Gerät, wie es auch die Polizei benutzt. Und? 0,34. Ja, es ist doch ja schon eine erhebliche Abweichung, ne? Erhebliche Abweichung von dem, was es da anzeigt und was es hier anzeigt. Genau, denn das Alkoholmessgerät fürs Smartphone hatte viel weniger angezeigt. Und selbst Klein Antonia hat damit 0,1 Promille im Blut. Und die hat definitiv keinen Tropfen Alkohol bekommen. Ich denke mal, das ist unbedingt so, dass es wahrscheinlich nur als Scherzartikel gesehen werden kann, weil die Werte zu ungenau sind. Und viele Leute verlassen sich vielleicht auch noch darauf. Das Alkoholmessgerät fürs Smartphone ist für euch also Schmarrn. Wieder Schmarrn. Vielleicht kann wenigstens das nächste Gadget überzeugen. Das ist GPS-Tracker. GPS-Tracking-Device. Auf Deutsch ein Peilsender. Preis 109 Euro. Vom geklauten Auto bis zum vermissten Kind. Alles soll man damit orten können. Sensationell. Ich finde es eine ganz tolle Idee, dass es sowas gibt. In der heutigen Zeit, denke ich mal, absolut notwendig.
Wenn es denn funktioniert. Töchterchen Antonia bekommt den Sender ans Dirndl und zieht mit unserer Reporterin los. Wohin, wissen die Eltern nicht. Was glaubst du, wie lange das dauert, dass deine Eltern dich finden? Paar Minuten. Nur ein paar Minuten dauert das? Der Test beginnt. Um den Standort des Peilsenders zu orten, muss man ihn einmal mit dem Handy anklingeln. Dann sollte die Position auf dem Smartphone angezeigt werden. Bingo! Schauen wir einfach mal, was die rote Nadel besagt. Okay. Keine Zeit verlieren. Wir gehen jetzt. Schatz, wir schaffen es. Also. Zur Übersicht. Hier oben an der Bavaria starten die Eltern. Der gelbe Punkt zeigt den Standort der Tochter. Und genau dorthin schickt sie nun auch der Peilsender. Ja, weil das war der Bogen da hinten, das stimmt schon, ne? Wir müssen einfach nur geradeaus vorher schauen. Nach 15 Minuten dann das. Auf dem Smartphone plötzlich ein neuer Standort. Immer noch auf dieser Richtung entlang. Standort müsste jetzt da vorne sein, also kurz vorm Ziel. Hoffen wir, weil die Frau wird langsam nervös. Ne? 30 Minuten später sind die Eltern samt Kamerateam nur ein paar Meter entfernt. Doch der Peilsender lotst sie runter von der Wiesen. Hier vorne sein. Punkt wäre hier, unsere Tochter ist nicht hier, also insofern, ja, beängstigend, weil wo ist unsere Tochter und vor allem das Ding funktioniert nicht. Testabbruch. Im Ernstfall hätten die Eltern ihre Tochter wohl kaum wiedergefunden. Der Peilsender für 109 Euro. Richtiger Schmarrn. So, damit sind alle getesteten Wiesengadgets durchgefallen. Dann doch lieber die Kohle in altbewährtes stecken.